Wie schon so oft hebt Porsche das automobile Dasein mit dem neuen Cayenne e-Hybrid auf eine neue Ebene. Früher stand Porsche für Sportwagen, dann für noch mehr Sportlichkeit bei gleichzeitiger Alltagstauglichkeit, sogar für Omi mit extrem viel Komfort. Nun kommt mit der Hybridisierung und der damit verbundenen Unterstützung durch Elektromotoren eine neue Dimension in den Bau von SUVs. Sie sind sparsamer und extrem sportlich, da stets das Drehmoment vorhanden ist. Damit sich der Normalbürger mal ein Bild von den Möglichkeiten machen kann, ein Elfer gilt als extrem sportlich und schnell. Auf einer Rennstrecke hat der neue Cayenne e-Hybrid aber so viel Power und elektronische Helfer, dass sicher kaum ein Sportwagen vergangener Jahrzehnte eine Chance gegen diese SUV hätte. Unglaublich, aber wahr. Und dies gibt einen Eindruck über die Möglichkeiten des Cayenne. Komfortabel, geräumig und luxuriös ist er sowieso. Seine Technik macht ihn aber nicht nur sparsam, sondern auch zum echten Sportler, wenn es denn gewünscht wird. Ach so, fast vergessen. Ein echter Offroader ist der Cayenne natürlich auch. Wobei der Einwand, dass nur die wenigsten wirklich im Gelände damit fahren, absolut berechtigt ist. Durch die neuen Fahrwerke sind die Modelle so komfortabel unterwegs, dass sich heute zumeist die älteren Modelle subjektiv schneller anfühlen, es aber nicht sind. Was wir aber in Südfrankreich auf den Landstraßen der kleinen Camargue nicht ausprobieren wollen. Aber der Kontrast eines weißen Cayenne vor der Mittelalterkulisse hat schon was. Noch vor 20, 30 Jahren stand Porsche vor allen Dingen für Performance, für echte Rennsporttechnik. Das waren Sportgeräte. Mit den Jahren kam hinzu, dass diese Fahrzeuge komfortabel wurden und dass man sie auch sehr, sehr luxuriös fahren konnte. Es machte Spaß, diese Fahrzeuge auch auf langen Reisen einzusetzen. Mit der Hybridisierung kommt nun ein dritter Aspekt hinzu und der ist sehr interessant. Denn durch die Elektrifizierung werden die Fahrzeuge noch performanter. Das heißt, sie sind noch interessanter, noch schneller, noch sportstärker. Sie sind aber auch gleichzeitig auch komfortabler geworden. Man kann sich also entscheiden zwischen drei verschiedenen Dimensionen. Enormer Sportlichkeit, sehr komfortablem Reisen und natürlich auch sehr, sehr verbrauchsgünstig und natürlich schadstoffarm zu fahren. Die Fans der Porsche 911 Modelle vor der Generation 991 müssen jetzt sehr, sehr stark sein. Durch die Hybridisierung bei Porsche findet natürlich mit der Elektrifizierung, mit der enormen Kraft der Elektromotoren natürlich eine Revolution statt. Denn hinter mir, der Cayenne, verfügt mittlerweile über 462 PS. Und das bedeutet, er ist enorm schnell, er ist enorm antrittsstark. Und man muss wirklich sagen, auch wenn es viele nicht hören wollen, jeder Elfer der Generation vor 991 hat gegen diesen Wagen auf der Rennstrecke eigentlich überhaupt gar keine Chance. Und das zerstört so manches Weltbild. Na gut, wenn man diese alten Modelle mag und man findet sie wirklich schön, ist das das eine. Aber performanter ist dieses Modell. Innerhalb der Stadtmauern waren wir auch mit dem Cayenne unterwegs. Dies war allein dadurch von Wert, weil dieser Porsche fast lautlos durch die Gassen schwebt. Ein wirklich sympathischer Zug in einer erhabenen Kulisse. Eine stattliche Erscheinung ist aber auch der Cayenne. Nun ist er aber größer als der erste Cayenne, wirkt tatsächlich aber zierlicher, was auf einige sehr gekonnte Designtricks der Porsche-Formgestalter um Michael Mauer zurückzuführen ist. Optisch ist er immer noch sportlich und agil. Dafür stehen Erkennungsmerkmale wie die stark betonten vorderen Kotflügel, die lange nach vorn hin abfallende Motorhaube mit Powerdome und die charakteristischen dreiteiligen Lufteinlässe, die noch größer und dominanter sind. In den Rädern befindet sich das hellgelbe, rekuperationsfähige Bremssystem.
Seitlich fällt die geschärfte und nach hinten flacher werdende Linienführung des Dachs bis hin zum Dachspoiler auf. Ebenso wie die neu gezeichneten Türen und die neuen bis zu 21 Zoll großen Räder mit, erstmals im Cayenne, Mischbereifung mit bis zu 315 mm an der Hinterachse. So stellt sich die Frage nach den Kunden. Also wir haben mit dem ersten Cayenne Hybrid schon einen recht vernünftigen Anteil gehabt von 5% Marktanteil mit der Einführung dann des Plug-in-Modells, das nochmal mehr als verdoppeln können auf 12%. Und im Zuge dessen, dass natürlich momentan die Elektromobilität auf dem Vormarsch ist und Hybridmodelle immer gefragter werden, rechnen wir da schon damit, dass wir diese Erfolgsgeschichte fortschreiben werden und denke ich mal, hier diese Zahlen noch etwas ausbauen können. Der Panamera E-Hybrid aktuell gibt uns da ganz guten Anlass zur Hoffnung. Da liegen wir im Moment nach dem ersten Quartal 2018 in Europa bei einem Hybridanteil von sage und schreibe 60%. Also gehen wir davon aus, dass der Cayenne da auch sich noch mal deutlich verbessern wird. Das Heck ist komplett neu gestaltet. Die Aufmerksamkeit wird direkt auf das prägnante Leuchtenband gelenkt, das sich über das ganze Heck zieht und die Präsenz des neuen Cayenne elegant betont. Die Rückleuchten verfügen über LED-Technik und nehmen das Designkonzept der Frontscheinwerfer auf. Ihre einzelnen Leuchtelemente sind als dreidimensionale Körper erkennbar. Insgesamt zeigt sich der neue Cayenne im Vergleich zur Vorgängergeneration breitschuldriger und damit muskulöser, athletischer und dynamischer. Wer ist denn die typische Zielgruppe für den Cayenne und für den Hybrid Cayenne? Also zum einen mal allgemein gehalten ist der Cayenne natürlich gedacht für Zielgruppen, typische Familien mit Kindern, aber auch mit Freizeitaktivitätsgedanken, weil er auch eher sehr vom Alltagstauglichkeitsfaktor sehr gut ausgestattet ist. Zum anderen möchten wir natürlich mit diesem Fahrzeug auch speziell ökologisch orientierte Kunden ansprechen. Das heißt, man kann ja weite Strecken mit diesem Fahrzeug elektrisch fahren, bis zu 44 Kilometer. Ist natürlich sehr gut nutzbar bei einem entsprechenden Streckenprofil. Wenn man einen kleineren Aktionsradius hat, der sich eher in Wohngebieten aufhält, aber auch natürlich ist man jederzeit dazu in der Lage, auch längere Strecken hybrid optimal und verbrennungsoptimal zu fahren. Das wäre so die klassische Zielgruppe, für die wir das Fahrzeug anbieten. In den Kofferraum passt durch die Hybridbatterie kein Faltrad mehr unter die Abdeckung. Dennoch liegt der Ladeboden um 2 cm höher. Das Burmester-Lautsprechersystem gibt es aber weiterhin. Nur nicht mehr unter dem Ladeboden. Es wurde anderweitig raumoptimiert platziert. Fahrer und Passagiere sitzen sehr gut. Dies ist aber, wie auch die Verarbeitung und so schon beim normalen Cayenne, deshalb nicht neu. Alles ist aufgeräumt, ohne Effekthascherei und auf einer Ebene, so dass es sich der Fahrer ohnehin nicht anders vorstellen kann. Der Innenraum wirkt praktisch um den Fahrer herum gebaut und ist damit voll und ganz auf ihn ausgerichtet. Für mich ist das jetzt ein echter Allrounder. Ja? Du hast überhaupt alles, was du für den Alltag brauchst. Du kannst rein elektrisch fahren, du kannst mega effizient fahren und wenn dir das nicht genug ist, kannst du dich sportlich austoben bis zum Exzess. Du hast die 4 Fahrmodi. Im Sport Plus erlebst du reinen Fahrspaß, Performance bis zum Abwinken. Aber wenn es sein muss, kannst du auch sehr effizient durch die Stadt cruisen, hast einen niedrigen Verbrauch, kommst im rein elektrischen Betrieb 44 Kilometer weit, kannst aber auch in 5,0 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Mittlerweile machst du bei diesem E-Hybrid überhaupt keine Abstriche mehr, was den Laderaum anbelangt im Vergleich zum konventionellen Fahrzeug. Wir haben im Gegensatz zum Vorgänger des E-Hybrid nochmal zugelegt. Der Laderaum beträgt jetzt 645 Liter. Und damit du auch unterwegs immer genügend Saft hast, nimmst du einfach das mobile Ladekabel mit. Das kannst du angenehm unterm Ladeboden verstauen und kannst jederzeit dein Auto wieder aufladen. Gut 40 Kilometer lassen sich rein elektrisch zurücklegen und mit 135 Stundenkilometern lässt sich in diesem Modus sogar die Autobahnrichtgeschwindigkeit überschreiten. Der 9,4 Kilowattstunden große Lithium-Ionen-Akku des Cayenne E-Hybrid lässt sich so auch an jeder geeigneten 230 Volt Steckdose laden und das in unter 4 Stunden.
Mit einer Kraft- und Industriesteckdose geht es mit dem mitgelieferten Kabel sogar in etwas mehr als 2 Stunden. Belohnt wird der Cayenne-Eigner dann mit 3,1 Litern Verbrauch auf 100 Kilometer. Ist die Batterie leer, dann war es das mit Sparen. Dann arbeitet vor allem das Herzstück, der gemeinsam mit Audi entwickelte 3,0 Liter V6 Turbo. Damit kann der Cayenne e-Hybrid eine Gesamtleistung von 462 PS vorweisen. Das Systemdrehmoment liegt bei stolzen 700 Newtonmeter. Der Sprint von 0 auf 100 dauert trotz knapp 2,4 Tonnen Leergewicht nur 5 Sekunden. Die Spitze liegt bei 253 km/h. Beim Bremsen wird der Hybridantrieb übrigens spürbar. Der Charakter verändert sich durch die Rekuperation. Der Porsche Cayenne e-Hybrid ist ein gutes und sportliches Auto, aber nur dann emotional wie ein Elfer, wenn sich der Fahrer bewusst dafür entscheidet und die richtigen Knöpfe drückt.